Sie braucht es einfach. Nein? Sie braucht ihre tägliche Dosis Gemeinheiten wie andere die Luft zum Atmen. Nein? Das hat sie von Amanda. Nein? Ich würde dich nach draußen jagen. Jawohl, nach draußen! Auf einen Scheiterhaufen! Und dich mit deinen stinkenden Kritiken verbrennen! Das Feuer würde jedes schändliche Wort von dir gierig und mit Lust vertilgen. Für jedes Wort, das du geschrieben hast, müsstest du bezahlen. Welch stinkende Arme dann wohl übrig bliebe. Sie würde den Rest der Menschheit verpesten. Herrschen und beherrscht werden. Das alte Gesetz, es funktioniert noch immer. Lass uns in Frieden. Der Raum ist heilig. In Wirklichkeit haben Sie Angst vor mir. Denn ich habe Ihren Stern in aller Welt aufsteigen! Die berühmte Donna Amanda! Und wieder fallen lassen! Was für ein Wurm! Was für ein schmieriger Wurm er ist! Jetzt kommt die Nacht. Ich sehe die Motten tanzen. Ich sehe die Motten tanzen. Sie werden mich besuchen, wie jede Nacht. Ich kann es nicht verhindern. Sie werden an mir nagen, ganz leise. Keiner wird mein Stöhnen hören. Wieder eine Nacht und wieder eine Naht. Ein Schneider! Wo ist mein Schneider? Der Puls nach der Aufrührenden!
So tritt herein, du treuer Gesell. Ich bin's. Bist du es, Geliebter? Dass sie mich getragen hat. Bald werden mich die Motten ganz zerfressen haben. Thank you.
Madame, ich, meine Wenigkeit, Edgar, Ihr Impresario, wer soll's schon sein? Ach, Edgar, du, du treuer Gesell, komm herein, aber nicht zu schnell. Der ist es nicht, der ist es auch nicht. Der ist der. Was für ein Rhythmus fängt mich da? Der Pulsschlag der Erfrierenden. Zu schwach. Zu schwach! Theatralischer! Also noch mal. Was für ein Rhythmus? Was weckt mich da? Der Pulsschlag der Erfrierenden! Komm schon rein. Ich muss mit dir reden. Ich habe schon wieder Mäuse gesehen. Dort, in der Loge. Du musst das Gift besser verstreuen. Doppelte Dosis. Ich will die Viecher nicht mehr sehen. Schon wieder? Gerade gestern habe ich mit größter Sorgfalt... Glaubst du mir nicht? Denkst du, ich fantasiere? Meinst du, ich sehe Hirngespinste? Hier sind die Tabletten. Magnesium, Calcium, Phosphor, Eisen, Kalium, Stärke 1, Natrium, Kohlenhydrate. Vitamine gab es immer noch nicht, Proteine auch nicht. Dafür Stärke 4 und 7. Sprich nicht von Stärke. Sprich von Gesundheit. Lass mich erheitern, mich erfuhr. Was gibt es in der Oper? Was machen die Sänger? Was macht... Madame wissen genau, was aus den Opernhäusern wurde. Geschlossen, verkauft, privatisiert, umfunktioniert zu Spielhöhlen. Was sage ich, Höhlen? Zu Höhlen, zu Spielhöhlen! Die Sänger, was machen die Sänger? Was macht Kaloppo? Ihr seid die einzige dieser Zunft, die ich noch kenne. Die anderen vielleicht gestorben, vielleicht emigriert in östliche Regionen, ins indische Bergland. Ins indische Bergland? Oh, gerade Indien. Ich weiß es nicht. Man hört mitunter davon. Für manche vielleicht der letzte Zufluchtsort. Vielleicht steht dort der Geist noch in der Blüte. Weiß mir nicht aus, was macht Carapo? Die Informationen sind beschränkt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Du weißt es nicht. Weil du dich nicht bemühst, es herauszufinden. Weil du Konfliktjournalist bist. Weil du
möchtest, weil du Angst um deine Existenz hast.